Ich konnte mir heute als Destiny-Fan endlich erstmals Destiny König der Besessenen, das erste Add-on, angucken und durfte es auch selbst spielen. Und zwar die erste Mission aus dem Add-on. Und das war, also hat mich wirklich positiv überrascht, denn es sieht so aus, als würden sie wieder mehr in Sachen Story und Atmosphäre zu den Anfängen zurückgehen. Wir können uns erinnern, die erste Prolog-Mission im Hauptspiel, da sind noch Gegner aus der Wand gekrabbelt und das Licht hat geflackert. Und das hat man so in diesem Ausmaß im fertigen Spiel überhaupt nicht mehr gehabt. Da ist man von A nach B gelaufen, hat da seinen Geist irgendwie aktiviert und hat Feinde niedergeballert. Und man hat ja gemerkt, dass die mit den beiden DLCs, Haus der Wölfe und Dunkelheit lauert, immer mehr so in Richtung gegangen sind, der Geister sagt nichts mehr und die NPCs, allen voran diese Aeris Morn, die sprechen dann aus dem Off und diesen Weg behalten sie weiter bei König der Besessenen. Und es macht schon einen guten Eindruck von der Atmosphäre. Die große Frage ist, was kann das Ding an Umfang liefern? Da sind sie immer noch sehr zugeknöpft, was das angeht. Sie lassen einfach nicht mit sich reden, wie viele Missionen das Ding jetzt tatsächlich hat. Das heißt immer nur, ja, ungefähr so viele wie das Hauptspiel oder generell vom Umfang her so wie das Hauptspiel. Aber das reicht mir nicht. Wenn es am Ende wieder nur 5, 6 Missionen sind und ein Raid, das wäre zu wenig. Vor allem für den Preis, für den es verkauft wird. Bin auch mal gespannt, was das generell für Destiny bedeutet, da sie jetzt auch das Lichtsystem komplett ändern. Es gibt das neue Maximallevel ist dann 40 und man levelt wieder mit einem normalen Levelfortschrittsbalken, wie man das kennt, auf das Maximallevel. Und das bedeutet auch, dass das Lichtsystem in der jetzigen Form nicht mehr beibehalten werden kann. Sie wollen es aber nicht ganz abschaffen. Und da sagen sie auch noch nicht, was sie damit machen wollen. Die Rüstung soll trotzdem eine Rolle spielen. Ich finde es aber gut, dass man nicht mehr die Raid-Rüstung, wie es damals war, behalten muss und wie es jetzt im Haus der Wölfe gewesen ist, dass man jede Rüstung zwar aufleveln kann, aber trotzdem, man muss eine Rüstung aufleveln, um selbst seinen Charakter aufzuleveln. Das ist ja schon Unfug. Und jetzt rudern sie da mächtig zurück, so wie es eigentlich hätte von Anfang an bleiben können und bleiben sollen. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber was man ganz klar sieht ist, auch mit König der Besessenen, sie nehmen sich das Fan-Feedback zu Herzen und das freut mich selbst als Fan, weil die Wünsche, die wir haben, die sind nicht unerhört. Ob es letztlich ein Destiny 1.5 wird oder ob die Revolution ausbleibt, das wird sich jetzt im September zeigen. Es kommt ja schon am 15. und ich bin sehr gespannt drauf.